vermutlich in Random suchen müssen. Und Randoms in Dungeons? Randoms in Dungeons ist immer so eine Sache. Sergeant? Level 138, dann ist hier auch Level 138. Nice. Mitbekommen, dass 95% von Reddit down ist. Also, unpopular opinion vielleicht. Aber bin ich der einzige Mensch, der kein Reddit benutzt? Ich habe noch nie in meinem Leben Reddit benutzt und warum zum Teufel soll ich es jemals benutzen? Ich verstehe einfach nicht den Mehrwert dieser Drecks-Website. Was ist der Sinn davon? Ich habe das noch nie verstanden. Die Gigglebox kann man sich doch nicht permanent holen. Die wird nicht in dem gleichen Zyklus gerefillt im Shop wie die Power-Ups. Also Obacht. Mit euren Pets. Sondern einmal alle 30 Tage anscheinend. Also 28 Tage besser gesagt. Nächster Refill von Gigglebox ist in 22 Tagen. Jetzt wahrscheinlich noch 21. Gestern waren es 22. Und meine läuft in 11 Tagen ab. Das heißt, in 11 Tagen habe ich keine mehr. Power-Ups werden alle 14 Tage refilled, OG. Und die Gigglebox wohl nur alle 28. Tja. Surprise, surprise. Wusste ich auch nicht. Gesagt, hey, ich habe dir damals so viel geschenkt. Kannst du mal 100 Milliarden oder irgendwie so locker machen? Irgendwie so. Und dabei habe ich immer, auch das habe ich immer gemacht. Immer wenn mir jemand was geschenkt hat, früher habe ich immer gesagt, du wirst es nie wieder zurückbekommen. Bist du dir wirklich sicher, dass du es nicht aufheben willst, dass du nicht irgendwann wieder anfängst zu spielen? Also ich habe das mindestens immer dreimal gefragt. Und immer nur dann angenommen, wenn die Leute das mehrfach gesagt haben, ist okay, ich werde es nie wiederbekommen. Also es war immer meine absolute Bedingung, dass da sowieso jeder ein Verständnis macht, dass er das Zeug nicht wiedersehen wird. War auch unmöglich, weil ich habe es ja meistens einfach verkauft, weil das waren meistens so random Sachen einfach, die auch überhaupt keiner gebraucht hat. Also ich wollte das gar nicht alles aufheben teilweise, weil auch oft war auch echt Müll dabei, muss man sagen. Also so Cruiser Set plus 5 oder so ein Scheiß. Ich meine, das verkaufst du halt für 100 Mio oder so und fertig. Also teilweise waren das jetzt auch nicht mal wirklich krasse Items. Teilweise waren es krasse Sachen, aber teilweise waren es auch ziemliche Low-Level-Sachen. Gut, so jemand fordert dann natürlich auch seine Sachen nicht zurück. Aber, ja. Ja, es gab schon mehrere Gründe, warum ich das nicht mehr mache. Kann ich meine Sachen zum aktuellen F-Coin-Preis wieder haben? Ja. Das war doch erst letztens mit FSK 18. Wenn du mit letztens Anfang 2015 meinst, also vor 8 Jahren, dann ja, Pius, dann war das erst letztens. Jupp, letztens. Letztens vor 8 Jahren. Wer kennt's nicht? Würde ich eher nochmal cashen oder Fortnite mit uns eine Runde spielen? Wer ist uns? Und vermutlich Fortnite, ja. Aber wenn ich die Wahl hätte, keins von beiden. Asria herrscht eine richtige Catcher-Epidemie, Alter. Alter! Alter! Da stehen zwei Aaron-Catcher neben einem Mineral-Catcher. This shit is illegal, man. Das ist gegen das Anti-Zwei-Mineral-Catcher neben einem Aaron-Catcher-Gesetz von 1864 im Staate Kalifornien. Andersrum, aber egal. Same thing. Magambo, wo warst du heute Nacht? Ich hab gewartet. Ronny und ich mussten das ganze Autohaus alleine ausrauben. Ich meine, wir waren ohne dich bei Burger King.
Wo warst du? Meine Oma sagte immer zu mir, die erste Million ist die schwerste. Passionierte Fleischspielerin, hoffe ich. Level down high. 135 minus 10 ist 125. Kostet halt, ich glaube, 4000 F-Coin. 4000 F-Coin, ein Teil deiner Niere oder ein Teil deiner Seele. Je nachdem, ob du mit dem Typen hinter der Tankstelle, einem F-Coin-Reseller oder mir das Geschäft machst. Ich will die Niere. Und der Typ an der Tankstelle will Penny. Ich sehe nicht, warum die Quests in Asria so viel früher sind. Die Quest ist für Level 127, aber die niedrigsten Mobs sind 129. Warum ist die Quest dann nicht für 129? Wir haben 4, also wir wollen 9. Also 4 plus 5 ist 9. Für alle, die den Grundschulmatheunterricht verschlafen haben. 4 plus 5 ist 9. Und wir haben 11. Nice. Let's go. Sind zwar wertlos, die Diamonds, aber hey. Ich kann zumindest so tun, als wären sie was wert. In dem Fall kommt er dann einfach in den Knast, wenn er es nicht zahlen kann. Macht ja keinen Sinn, dem 400.000 zu chargen, wenn er es eh nicht zahlen kann. Wir kriegen das Geld ja niemals von dem. No drop. Nichts. Immerhin ein Hail Shield, aber ohne Plus.